Sul, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. So, ich nehme jetzt tatsächlich doch erst nach der Abstimmung auf und soweit ich das gesehen habe, zumindest jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme, sind 75% für Windenburg, also doch ein sehr, sehr großer Anteil. Ich hatte auch schon ein paar Kommentare gelesen von Leuten, die auch gesagt haben, nicht nach Oasis Springs, weil ich die Umfrage erst um die Mittagszeit einfügen konnte. Und ja, von daher würde ich sagen, gehen wir dann nach Windenburg und lassen Oasis Springs weg, weil es da scheinbar wirklich nicht wirklich irgendwelche Auswirkungen haben soll, so wie es aussieht. Wir haben gerade frühen Morgen. Wisst ihr was? Ich will mal gerade was ausprobieren. Ich will mal gerade in das Weltenverwalten-Menü gehen. Das dauert ja alles nicht lang. Ich will nämlich mal noch schauen, ob wir hier nicht in den Park, in die Parkanlage, vielleicht eine schöne Eisbahn bauen könnten, wo wir vielleicht hier noch am letzten Wintertag noch eine Runde Schlittschuh laufen könnten. Gucken wir einfach mal. Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. So, Sanmai Shuno. Habt ihr es übrigens mitbekommen, dass jetzt wohl neue Mitarbeiter für ein neues Sims-Projekt gesucht werden? Es ist jetzt natürlich die große Frage, die meisten vermuten, dass jetzt schon mit Sims 5 angefangen wird. Sims 4 hat zwar noch nicht alle Erweiterungen, aber man muss sich ja immer auch überlegen, ein neues Spiel, ein neuer Sims-Teil braucht natürlich auch so zwei, drei Jahre Entwicklungszeit. Und dann sind wir nämlich wieder ungefähr in dem Zeitplan. Von daher bin ich sehr, sehr, sehr neugierig, was uns da dann demnächst vielleicht erwarten könnte. So, Aktivitäten und Fähigkeiten. Warum kann ich hier nichts anklicken? Okay. Kreativ wird es wohl kaum sein. Freizeit. Nee. Verschiedenes. Genau hier. Rustikale Eisbahn oder rustikale Rollschuhbahn. Ich wollte gerade sagen, gibt es nicht auch in kleinen Jahr gibt es. Weil das hier, das ist halt so wirklich so hockeymäßig. Da finde ich das ja dann doch hübscher. Übrigens, sorry, wenn ich mich ab und an mal räuspern muss. Ich habe momentan gesundheitliche Probleme, klingt so übel. Nein, ich bin aber irgendwie ein bisschen erkältet, glaube ich. In Paarung mit mal wieder zu wenig getrunken. Nicht unbedingt die geilste Zusammenstellung. Okay, wir brauchen hier das da. Oje, sorry. Ich werde mir auch nachher mal noch einen Tee machen. Ich mag tatsächlich Kamillentee sehr gerne. Viele mögen den ja überhaupt nicht. Aber ich war schon immer so ein Kamillentee-Mensch. Habe ich schon als Kind gerne gemocht. So. Nee, wisst ihr was? Das sieht aber blöd aus da hinten mit dem. Ich glaube, das mache ich dann lieber weg hier, oder? Ja, das mache ich lieber weg. Das sieht irgendwie doof aus. So, wieder zurück in Weltenverwalten. Das Ganze wird gespeichert, weil dann könnten wir nämlich heute hier, wie gesagt, am letzten Silvestertag mal noch ein Ründchen Schlittschuh laufen. Dachte ich mir so, wäre vielleicht eine ganz, ganz coole Idee. So.
die Ladescreens, das geht ja eigentlich immer ziemlich schnell vonstatten. Von daher, was ich ein bisschen schade finde, früher war das immer so, dass sich die ganze Nachbarschaft angepasst hat. Da sah die ganze Nachbarschaft eben entsprechend der Jahreszeit aus. Das ist jetzt hier auch nicht mehr so. Also ich muss sagen, alles in allem natürlich Jahreszeiten eine wichtige und auch gute Erweiterung, aber in Sims 2 und 3 einfach definitiv besser umgesetzt. Also meiner Meinung nach kommen Jahreszeiten in Sims 4 nicht an die anderen Jahreszeiten-Packs in 2 und 3 dran. In 1 gab es das ja noch gar nicht. Aber ja. So, hier, also wollen wir vielleicht unterwegs irgendwie wohnen? Wollen wir uns... Guck mal hier, Gimli muss sowieso raus. Der kann dann direkt mal mitkommen in den Park. Der bekommt auch seine Schlittschuhe an. Nein, Quatsch, natürlich nicht. So, Sam kommt mit. Warum kennen wir Duchess? Ist Duchess eine von den Streunerinnen oder war sie vergeben? Weil ihr hattet mir jetzt geschrieben, dass eine Katze nicht so mega viel Arbeit macht. Das heißt, dann könnten wir durchaus schauen, dass wir uns eine Katze holen und halt zusätzlich noch das Rottweiler-Weibchen, das Rottweiler-Mädchen. AKA Hündin. Dann sollte es ja nicht so mega viel Arbeit sein. Mit zwei Hunden sollten wir wohl mit zwei Sims so gerade eben noch zurechtkommen. Hoffe ich doch mal. Duchess ist krank. Oh, er machte einfach mal mitten auf den Weg, nachdem er gestreichelt wurde. Komm, wir können ihn aber dafür loben. Aber... Er bekommt auch erstmal wieder ein noch besseres Outfit an. Ja, guck mal hier. Macht hier eh keinen Sinn. Bahn gestalten. Oh, Effekte einstellen. Oh, Glitzer! Schneeflocken, Sterne oder Glitzer? Oh, das ist toll. Nein, wir nehmen Glitzer. Dann nehmen wir Winterzauber als Musik. Und dann werden wir mal ein bisschen Schlittschuh laufen. Ich bin ja mal gespannt. Ich glaube, tagsüber wird es schöner aussehen, oder? Na, guck mal, ich bin gar nicht so schlecht. Ups. Der arme Sam. Ist das die Fitnessfähigkeit, die hier ausgebaut wird? Das würde erklären, warum ich zwar nicht super sicher aussehe auf den Schlittschuhen, aber halt immerhin mich nicht auf die Nase lege. Und zack. Interessant aber hier, ne, dass sie immer das Tempo ungefähr gleichmäßig halten, auch wenn sie fallen. Konnte man gerade eben daran erkennen. Könnte man eben daran erkennen, dass ich immer noch genau den gleichen Abstand zu ihm hatte. Oh, jetzt habe ich mich aber auch hingelegt. Wie schön wird das erst abends aussehen? So, jetzt hier, verbessert euch mal. Kann das sein, dass sich das irgendwie mega lahm dann nur verbessert, die Fähigkeit da?
Level 4 der Fitnessfähigkeit hat Sam jetzt erreicht. Aber irgendwie ist das Ding immer noch voll. Und zack, da liegt er wieder. Aber seht ihr das? Guck hier, wir haben genau den gleichen Abstand gehalten. Gimli liegt im Schnee und schläft. Oh Gott, hoffentlich ist er nicht... Oh, nicht erfrieren, kleiner Mann. Oh, alle beide. Sagen wir alle beide. Gimli! Wo will er denn hin? Erstmal rein ins Warme. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. In die Küche! Er hat die Küche gefunden! Warum habe ich jetzt gerade erst mein Gehalt von Freitag bekommen? Sehr merkwürdig. Wir sind beide inspiriert geworden. Durch die Musik? Großartige Klänge. Ja, scheint so. Oder weil wir uns einen Vorsatz gefasst haben. Guck mal, wie schön, weil es jetzt auch noch wieder schneit. Jetzt glitzert es und es schneit. Oh, was ein Winterzauber. Ach, wie schön. Zack. Also bitte hier, also schöner kann man sich das doch gar nicht mehr wünschen. Es wird auch langsam dunkel, ne? Wir haben ja schon 16 Uhr. Ich würde ganz gerne... Oh, ich muss mal aufs Klo scheinbar. Nee, ich bin angespannt, warum? Ich brauche Videospiele. Oh Gott, ich bin so ein Süchtling. Was esse ich jetzt? Chips. Na, sehr geile Ernährung hier. Ich will, dass es mal noch dunkler wird. Er ruft hier an. Nee, nee, du. Oh, er hat einen Muskelkater. Kann ich noch einmal da auf die Bahn? Das sieht gerade so schön aus mit dem Licht. Ach Gott, das ist einfach so herzig. Voll schön. Aber ich würde auch fast sagen, dass wir nach Hause gehen langsam. Weil, oh, Sam und Gimli sind soeben beste Freunde geworden. Ihr besten Männer überhaupt. Ja, wir gehen dann nämlich jetzt nach Hause, denn Sam und ich, wir sind schon ziemlich K.O., hätte ich jetzt einfach mal so vermutet, wenn ich mir das mal so angucke. Ja, doch schon, so ein bisschen vielleicht. Ich denke auch, dass ich dann jetzt gleich erstmal Schluss machen werde für heute. Dann kommt Silvester zuerst in der nächsten Folge. Dann habe ich aber schon mal die Zeit, mir ein geeignetes Haus in Windenburg auszugucken, wo wir dann eben hinziehen werden. Das dann wahrscheinlich sogar auch in der nächsten Folge schon. Das heißt, nächste Folge wird einiges los sein, vermute ich mal so. Es ist so schön hier mit dem Schnee. Voll toll. Und das soll halt in Windenburg einfach nochmal schöner sein. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt drauf und nach diesem schönen, aber anstrengenden Tag verabschiede ich mich heute in dieser tollen Szene im Badezimmer von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!